Mikro ist an, ne? Ja, jetzt ist es an. Herzlich willkommen in unserer altehrwürdigen Dorfkirche hier zu Repeln, zu endlich mal wieder einem Posaunenchorkonzert. Lange haben Sie warten müssen, 3 Jahre haben wir nichts gemacht, aber dann heute endlich mal wieder ein hoffentlich schönes Konzert für Sie alle, für uns alle. Wir freuen uns auf jeden Fall mächtig darauf, jetzt mit Ihnen gemeinsam hier eine gute Stunde schöne Musik zu spielen, andächtige Musik zu spielen, choralgebundene Musik, etwas zum Schmunzeln, Märchenhaftes und vielleicht auch an einer oder anderen Stelle etwas zum Schunkeln. Lassen Sie sich einfach überraschen. Das war der erste Stresstest gerade eben für Ihre Hörgeräte und für den Putz dieser Dorfkirche, aber der Putz hat gehalten, ist nichts runtergekommen. Ja, wir müssen also erstmal wieder austesten und wir sind so voller Energie, das wollen wir natürlich auch loswerden. Und deswegen war es erstmal richtig schön laut, dieses Rigodo von André Campra. Aber wenn ich sage wir, dann sind es eben nicht nur die Repeler Bläser, die hier vorne sitzen, der Repeler Posaunenchor, sondern wir freuen uns, dass wir uns viele Gäste aus den umliegenden Posaunenchören oder dass wir die heute dazu gewinnen konnten in Form des Bezirkschores Unterer Niederrhein, so heißt es genau. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr alle mitmacht. Herzlich willkommen und danke, dass ihr dabei seid. Die Leitung dieses Bezirkschores hat seit vielen Jahren unser Regionalposaunenwart Gerald, man darf auch sagen, Gerry Münster, hier vorne in der 32. Sie sind auch mit eingebunden heute in das Konzert. Sie müssen auch was tun. Sie sind zwar kostenlos reingekommen, aber wenn Sie schon umsonst kommen, dann müssen Sie auch was dafür tun. Also kräftig mitsingen, gleich mal an der einen oder anderen Stelle. Wir haben einige Choräle ausgesucht, die Sie kennen. Und da dürfen wir Sie bitten, kräftig einzusteigen. Das erste Lied ist, da sind Sie schon gefordert, Nun danke alle Gott. Wir spielen eine Fantasie vorweg von Johannes Nitsch. Und anschließend einen wunderschönen Bach-Choral, 2 Strophen.